Hallo, grüße euch. Ich will euch heute mal ein kleines Video zeigen von unserer neuen Route. Und zwar haben wir eine neue Route auf dem Markt. Das ist die Yenzi Viplex. In diesem Fall, ich persönlich fische die Medium, weil ich bis maximal Jigköpfe 21 Gramm fische. Ab ungefähr 24, 25 Gramm empfiehlt sich die Heavy-Version. Diese hier ist 2,40 Meter. Hat ein ideales Wurfgewicht, ich sag mal von 8 bis ungefähr 24 Gramm, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Angegeben ist sie mit 15 bis 40 Gramm. Gefischt habe ich diese Route sehr erfolgreich in der Eisel und in der Weser sowie ja, Hamburger Hafen. Um euch diese Route vorzustellen, vernünftig vorzustellen, und ich will sie jetzt nicht vorstellen, weil sie neu ist oder weil ich jetzt zufällig Teamangler bin, sondern einfach, weil ich wirklich von überzeugt bin. Diese Route, oder zu der Route sei gesagt, die ist handgemacht. Auf dem Blank gibt es 10 Jahre Garantie, was ich persönlich schon mal ja, als ein Kriterium sehe für diese Route. Das nächste ist, ich zeige das mal beim Gummifischen und Jiggen, ist es ja so, dass ich diesen Kontakt generell mit über den Finger nehme. Jetzt habe ich zwischenzeitlich schon reichlich Leuten viel erklärt dazu oder versucht das zu erklären. Wenn ihr selbst vorhabt, Gummifischen zu gehen, mit Ködern auf große Reise zu gehen und sucht eine Route, wo ihr wirklich jeden Biss spürt. Das heißt, es gibt Tage, dort beißen die Zander nicht mit einem typischen Tock oder einem Krabum, sondern es gibt wirklich Tage, wo man nur ein leichtes, ja, ich will es noch nicht mal Tock nennen, ich nenne es einfach mal, ja, einfach nur ein kleines Klick. Wenn ihr selbst mal hergeht, interessenhalber, geht zum Fachhändler eures Vertrauens, nehmt diese Route, lasst sie euch zusammenstecken. Dann her, wenn die Route haltet ihr am Ende fest, mit dem Finger auf dem Blank. Und der Händler oder ein Bekannter soll nur ganz eben mit dem Fingernagel vorne anstupsen. Das müsst ihr hinten am Ende merken. Und ich wette dafür, ihr merkt es bei dieser Route. Ich habe sogar den Test gemacht, dass ich eine Schnur reingehangen habe mit Geflecht, habe dort 10 Gramm drangehangen und habe unten an den Jigkopf ganz eben drangetitscht. Jeder Mensch ist nicht gleich sensibel, jeder Mensch spürt nicht alles gleich. Bei mir hat es funktioniert, das ist meine absolute Traumroute. Ich kann es euch nur empfehlen. Im nachfolgenden Teil werdet ihr jetzt so einiges am Video sehen, wie es läuft, was man mitfangen kann. Ich wünsche euch da viel Spaß bei. Ich hoffe, euch hat das gefallen hier und ich habe euch ein paar Tipps gegeben und wünsche euch da ganz viel Spaß mit, falls ihr euch dafür entscheidet. Bis dann. Tschüss.